Tag, meine lieben Paarhufer. Heute wieder mit der Ruby. Hi, hi, ich sehe. Und wir zocken Power Drill Massacre. Das war ja gewollt von einigen von euch. Ich habe mir jetzt aber diesmal seelische Unterstützung geholt. Allein schaffe ich das nicht. Möchten wir jetzt wieder labern? Mhm. Also schalten im Radio rum und dann passiert der Unfall. Meinst du? Ich glaube. Die sind geblendet von der Sonne. Die Arme, hey, wie die Wüste. Ob der Unfall. Jeff! Are you okay? I can't feel my legs! Don't worry, Jeff, I will go get help! You go, girl! Eigentlich kann ich normal reden, ich habe ja eine Frauenstimme. This is the worst headache ever! But I think I'm alright. Because I got a dick. It's getting dark, better get a flashlight out of the trunk. So, jetzt sieht das also schon besser aus. Also ich frage mich, ob der Unfall überhaupt ein Zufall war. Da ist auf jeden Fall ein Baum. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war. Bestimmt wurden die von der Straße irgendwie... Also wir können ja mal schauen, ne? Ja. Aber wo... Hier gibt es ja keine Straße. Die sind ja irgendwo vom wahrscheinlich Berg runter, da. Ja, wahrscheinlich. Und dann in dem Baum. Ja. Der da einfach so steht. Dann bleibt man dann eigentlich auch logischerweise auch auf der Straße, wartet, bis ein Auto vorbeigeht und rennt nicht einfach irgendwo durch die Wildnis in der Hoffnung, dass da ein Haus ist, oder? So. Jeff, ich muss gehen. Ich komme nie wieder. Hilfe suchen. Jeff. Also der ist ja gar nicht eingeklemmt. Nee, der liegt nur da, weil er verletzt ist. Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir das tun. Du. Nee, Frauen. Genau. Drei Frauen. Die Musik ist richtig gruselig, finde ich. Sie drückt einfach das aus, was in dem Spiel vor sich geht. Mal außer Atem? Nee, das ist cool. Atemlos durch den Wald. Durch den Massaker-Scheiß. Das gefällt mir. Das ist super, das ist ja echt mal was Positives. Ja, dass sie einfach laufen kann, das muss sie auch. Das ist nichts Positives. Scheiße. Du musst. Achso, warte, muss ich hier mal kurz den Anblick... Nee, du musst nur den Schreibfehler. Ja. Den Ding schreibt man mit einem L. Aber ist ja eine Demo, das verzeihen wir. That looks like a building in the distance. Building. Maybe I can use the phone. Mein Pass. Sex Calls zu machen. Die ist wahrscheinlich Hotline-süchtig. Anstatt ihrem Mann zu helfen, ruft sie dann an. Und geht ihrem Beruf nach. Genau. Aber das finde ich jetzt echt cool, dass sie nicht außer Atem kommt. Ja, aber wie gesagt, das braucht sie auch. Und das ist wiederum nicht cool. Ja, es hat alles seine Nachteile. Die schnauft auch kein bisschen. Nee. Voll viel Kondition, das könnte ich auch gebrauchen. Unendlich Kondition. Aber dann müsstest du auch so einen schwulen Pulli tragen. Da würde ich in Kauf nehmen. What a creepy old shed. It's boarded up. Zugenagelt. Okay. Also ich glaube, so langsam gewöhne ich mich. Na. Ja. Übrigens darf jetzt die Ruby spielen. Ich habe nämlich gerade schon gespielt und bin wieder gestorben und habe mich voll erschrocken. Und da habe ich gesagt, jetzt ist sie dran. Weil ich mir wieder in die Hose gekackt habe. So. Ab durch die Hecke. Ja, die Denkung ist halt echt nicht so geil. Vor allem im Haus, wenn alles so schön eng wird. Ja. Dann wird das.
S-O-S, S-O-S. Na du, heute schon was für? Der zeigt uns einfach seinen Knack aus. Sein okay. S. Sein fucking S. Motherfucker. You fucker. This door is open. Ein Wunder. Go inside. No. Yes. What a creepy building. Ja, das sagt sie am Schluss. Dann geht man da auch überhaupt rein, weil es immer schon sagt. Hören wir da schon was? Okay. Can't leave yet. I gotta find help, Jen. Was sind das für Geräusche? Was ist da passiert? It's locked! Oh my god! Somebody locked me in! Ich sollte echt Synchronsprecherin werden, muss ich sagen. Also niemand Interesse hatte. Super, jetzt geht's los. S-S-A-S-S-I-M. Jeff, alles nur für Jeff. Weil der verblutet da, weißt du? Oh, looks like a key! Pick it up, pick it up! Yes! I want to pick it up! You got a key with red paint splattered on it. Rote Farbe. Ja, das glaubt keiner. Rote Farbe. Kann mir jetzt eigentlich in dem Moment was passieren? Nee, ich weiß es nicht. Dieses scheiß Geräusch, wenn man was aufhebt. Was? You got the key! You got the magic bite! Ich finde das Geräusch bei Zelda viel besser. Ja, aber echt, das ist richtig übertrieben. Aber hier. Also hier kann ich mich bestimmt verstecken, oder? Es geht nicht in dem Spiel, du musst es einfach akzeptieren. Vor allem, wir fragen uns, ob wenn man die Taschenlampe aus hat, ob der einen dann wirklich nicht sieht. Ob der eine sieht, wenn man die Taschenlampe anhat und ob es das ausmacht, ob man rennt. Oder ob der hier einfach durch die Gegend guckt und wenn du eine bestimmte Meteranzahl von ihm entfernt bist, sieht er dich immer. Oh. Und ich glaube, dieses Static-Zeichen, was da manchmal kommt, wie bei Slenderman, bedeutet, dass der in der Nähe ist. Und da bin ich mir relativ sicher mittlerweile. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ehrlich. Ganz ehrlich. Okay. Ich bin gar nicht bereit. Vielleicht kannst du dahin, wo du vorhin hingelaufen bist. Umdrehen jetzt. Und umdrehen. Ich will rückwärts laufen. Da lang bist du doch gelaufen vorhin. Ja. Weil ich glaube echt, dass wenn du... Ich bin vorhin in das Klo nämlich gelaufen, was nebendran jetzt war. Da kam der und ich bin mir nicht sicher. It's a locked metal door. I feel like I'm being watched here. Und ich habe das Gefühl, dass der da drin ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist er auch nicht drin, weil er im Random Mode durchläuft. Ich kann es dir echt nicht sagen. Und ich kann gar nichts sagen. Bist du denn vorhin lang gedüst? Ich weiß. Du bist doch, am... Ich bin schon hier gewesen. Und da bin ich rein. Und dann da rein. Oh mein Gott. Also, was war das? Was war das? Was war das? War das? Sugar Tunnel. Da bin ich rein. Ganz ehrlich, das war jetzt ein bisschen verstörend. Das war wahrscheinlich irgendein Fehler. Oder der ist an dir hinten vorbeigelaufen, hat er nicht bemerkt. Hör auf. Da bin ich rein. Oh, ich halte den Druck nicht mehr aus. Hast du es gesehen oder was? Hast du mich so gefallen? Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe aber gedacht, dass der jetzt kommt. Der läuft dann im Random Mode durch, oder? Du darfst mich nicht packen. Doch, doch. Komm doch mal. Ja. Ja, aber da bin ich ja letztes Mal. Aber lauf noch mal lang. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Okay. Ja, also wenn der da jetzt, ich weiß auch nicht, ich glaube, der läuft, ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, das ist so eine Sache, ob du Pech hast oder nicht. Ich kann es nicht verstehen.
Oh, dann laufe ich jetzt gerade wieder falsch. Moment. Weißt du was? Ich renne jetzt einfach. Ich renne in die Arme. Oh. Aber du musst den Schlüssel noch einsammeln von vorhin. Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Nein, das ist mir egal. Aber dann kommen wir nicht weiter. Dann musst du nachher nochmal zurück. Ehrlich jetzt? Ja. Aber habe ich ihn jetzt gar nicht? Nein. Den Schlüssel? Nein. Jeff! Komm, ich laufe ihn jetzt einfach in die Arme. Du bist jetzt schon wieder falsch gelaufen. Du musst doch da abbiegen. Da rein. Oh. Aber wie gesagt, wir haben... Alter, der ist einfach von hinten gerannt. Was für ein Mongo. Du musst aber den Schlüssel erst noch holen, hey. Was für ein Arschloch. Alter. Letztes Mal habe ich den auch gehört. Die hält die Taschenlampe etwas. Etwas unvorteilhaft. Oh mein Gott. Helfen, wieso hält man eigentlich so eine Taschenlampe? Das hat Wetten, ich wette mit euch, es hat wieder ein Mann erstellt, das Spiel. Und ich weiß, weil ich auch modelliere, dass man sich bei sowas was denken muss, weil du an so einer Figur mindestens 1-2 Stunden arbeitest und wenn du die Taschenlampe so platzierst, dann musst du dabei was denken. ja, oh, check it out. Zum Glück, wenn es ein Mann wäre, wäre es aber noch lustiger. Scheiße. Komm, wir holen jetzt den Key und dann gehen wir da runter. Ja. Aber hast du diese Schritte gehört? Ja, also, vor allem weißt du, was gestern war im Livestream, bei Daylight, das wollte ich dir schon erzählen. Da haben die Leute die Möglichkeit zu schreiben, Feed oder Scream. Und wenn die Feed schreiben, dann hörst du Schritte im Spiel und du weißt dann nie, sind das die Hexen oder nicht. Oder wenn die Scream schreien, dann schreit die Frau die ganze Zeit. Da haben die mich voll verrückt gemacht damit. Und deswegen habe ich bei den Schritten gerade auch nicht reagiert, weil ich gestern die ganze Zeit Schritte gehört habe, weil es die Leute halt waren. Hier war nicht der Key, oder? Nee. In dem also läuft er jetzt rum, wie er will, oder was soll das? Vor allem, man muss einfach, wenn der kommt, man muss rennen. Just a greasy old toilet, nothing useful. Aber da war der doch drin. Aber ich nee, noch eins weiter. Sicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Und da war er eigentlich letztes Mal drin. Ah, okay, dann hast du ihn echt. Okay. Oder der ist immer wieder woanders, das wäre übel kacke. Nein, ich hab ihn. Hab ich irgendein... Inventar? Inventar? Nee. Naja. Jedenfalls, wenn du den laufen hörst, renn einfach. Du kannst ihm entkommen. Der tötet dich dann nur direkt mit 4 Stichen. Aber ich kann ihm entkommen. Ja, du kannst ihn entkommen. Du musst ihn auch sogar später mal entkommen. Der trifft dich schon. Man denkt immer, man ist direkt tot, weil sie so rumschreit und der Bildschirm rot ist, aber man kann rennen. Wir gehen in den Schokotunnel. Oh, renn. Oh, oh, oh. Und renn am besten weiter. Oh, Scheiße. Was ist das für eine Scheiße hier? Oh. Ist das jetzt euer Ernst, Mann? Ist das jetzt euer Ernst? Das ist Ernst. Ernie! Ernst macht Ernst. Auch für ein komisches Geräusch, Mann. Dass man auch nicht mehr eine Karte hat hier. Ja, lauf. Lauf. Was sind die Geräusche? Oh, das ist schon wieder eine scheiß Sackgasse. Das habe ich doch schon gesehen. Ach so, oh, tut mir leid. Aber du sagst lauf. Ist viel zu still. Ich muss mal reden, dann wird es lockerer. Was für eine Scheiße ist denn das hier? Wir gehen einfach leise sterben. Also wenn der kommt, dann renn besser.
Wenn der kommt, dann renn einfach los. Kommen wir daher, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, wenn der kommt, versuch abzuhauen. Oh. Warte, warte. Auf was? Das ist aber nicht er. Doch. Nein. Deswegen geh da nicht hin. Das ist ein Mann, oder? Das hat sich angehört wie eine heulende Frau. Geh mal weiter, vielleicht ist da echt irgendwas. Oh, scheiß die Wand an. Da kann ja jetzt ja nur Kacke kommen. Oh Gott. Aber wir haben auf jeden Fall was gehört. Kann die mal leiser laufen? Geht dir doch gar keine Stöckelschuhchen an. Ja, das sind Chucks. Vor allem hängt da Fleisch. Was ist das? Fleisch? Fleisch. Laufen wir da jetzt einmal durch, oder wie? Ich glaube. Was ist das für eine scheiß Dusche? Mein Gott. I don't think these showers have been used for years. Okay, alles klar. So eine Scheiße würde mich auch gerade noch interessieren. War es jetzt draußen oder war es hier? War das. Und zwar der Hund. Oh mein Gott, ey. Ja gut, wir sind jetzt einmal durch, ne? Ja, und dann, oh. Glaubst du echt, der kommt dann? Ja. Ich glaube, das heißt, dass er in der Nähe ist. Kann ich dann nicht einfach hier bleiben? Wie gesagt, wenn er kommt, renn einfach. Aber eigentlich hätte ich doch was finden müssen hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Lauf einfach weiter, glaub mir. Okay. Wenn du mir glauben willst, dann lauf einfach weiter. Zurück. Da lange. Aber ich dachte jetzt, das wär's. Andere Wände, anderer Raum. Raus von hier. Da kommen wir her. Sicher? Ich denke. Lauf einfach mal. Scheiße. This is the other side of the metal door, wo wir vorhin waren. Na gut, man braucht eben keinen Key. Doch, man braucht schon noch Schlüssel. Vor allem, woher weiß ich das? It's still too heavy for me to open. Verstehe ich nicht. Heavy Grinder. Warum ist es eigentlich so still? Sagt jetzt auch bei jeder Tür und behauptet es einfach. Als wäre sie da schon gewesen. Okay. Warum ist es so verdammt ruhig? Ich weiß auch nicht. Oh oh. Oh oh. Alter Scheiße, wir haben vorhin echt Symbole gesehen.
Symbole? Ach so, das war ein Symbol. Ja. Ich glaube echt, dass das Static heißt, dass er irgendwo in der Nähe ist. Sag das nicht. Das darfst du nicht glauben. Oh mein Gott, diese scheiß Bilder. Bilder von dir. Überdauern. Oh, da sagen wir noch nicht. Das sieht doch gut aus. Ja, es wird dunkler, tiefer. Bilder. Kaffee muss gleich rein. Oh ja, super. Grüner Schlotter. Oh mein Gott. Wenn der Kerl jetzt kommt. Fein, die hört man ja so wunderschön. Kriege ich nachher nochmal Knutella? Ja, ganz viel Knutella. Oh, lauf mal weiter. Bevor er kommt, lauf weiter, glaub mir. Lauf da lang. Wird es leiser, dann drehen wir mal um. Wir müssen da hin, wo das Geräusch ist. Lauf mal da nach links. Hinter dir, glaube ich, oder? Wo war das? Hier wird es noch lauter. Lauf mal hin. Da ist nichts. Ja, dann lauf mal dahin, wo es lauter wird. Kommt die Musik her? Wir müssen da hin. Lauf. Wohin? Weiß nicht. Lauf einfach. Ist das sicher? Das nie halten, gell? Wenn der einmal kommt, dann... Sei ruhig! Nein! Wir müssen doch... Scheiße, scheiße. Lauf, 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 Scheiße, wir wären fast beim Ende gewesen, gell? Oh. Doch. Gucken, wo wir wieder anfangen. Oh, nee. Nicht mal das bringt mich jetzt zum Lachen. Oder wir spielen jetzt mit der Oculus. Und der ist voll schnell, gell? Ja. Und so groß. Du weißt, ich mag das doch nicht. Wo sind wir lang gedüst? Wir hatten übel Glück, eigentlich kommt der hier auch voll oft. Der trifft uns nicht! Der trifft uns nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Voll der Eklige, gell? Jetzt eigentlich gar nicht mehr gruselig, gell? Nee, du blöder Pisser, du. Ja, also wir haben einen Trick gefunden, ich nicht trifft, einfach immer eine Etage unter ihm und dann geht es. Er ist gar nicht mehr gruselig jetzt eigentlich, wenn man den so anguckt. Auf jeden Fall kannst du dich jetzt umdrehen und halt wegrennen, aber wir bluten, glaube ich, schon, oder? Nee, mir geht's gut. Die ist voll gechillt, weißt du? Richtiger ekliger, gell? Was für Geräusche macht der denn? Aber ganz ehrlich, so wie der aussieht. Der hat eine Maske an, gell? Hat er eine schlimme Kindheit gehabt. Der macht voll den Mix. So, dann würde ich sagen, düst mal. Okay. Oder? Aber wohin? Weiß nicht, da lang vielleicht. In die nächste Sackgasse. Jetzt komm halt mal klar, ne? Jetzt. Wie so eine hysterische Frau eigentlich. Wer, aber echt. Wo warst du? Hä? Wer ist das? Wieso riechst du nach Frauenparfüm? Wer hat dir gerade geschrieben? Jetzt eigentlich gar nicht mal gruselig. Okay, wir haben es versaut. Wir haben es versaut. Der ganze Spuk ist vorbei jetzt. Okay.
Oh, er hängt dort fest. Oh ne, er hängt nicht fest. Oh, ich glaube, wir sind richtig. Doch, ich glaube, er hatte einen Hänger, gell? Schon hat es auch gekrisselt, dann kam er ja. Mhm. Oh. Scheiße, Mann. Sehr gut. Nein, sag das nicht. Oh mein Gott. Knu, war der Woche. Weil die bringt einen nämlich zu dem Raum von dem Psycho. Kommt die mal wieder hin. Ja. Also die hält ihre Taschenlampe wirklich nicht sehr vorteilhaft. Muss man sagen. An Abaddon building. Das ist also das hier. It's ripped, maybe I can find the rest. Wir wollen den Rest vielleicht nicht finden. Das würde mich überhaupt nicht interessieren, in so einer großen, blöden... Sie soll Hilfe für Jeff finden. Da hinten hat es noch mehr Sachen. Und hier auch. It's like the ripped up part of a newspaper. Read the third part. Sollen wir jetzt echt alles lesen? Ja. To do. Ba-ba-ba-ba-ba. Ja, wer war das wohl? Somebody made the cuts in those ropes. So, und da war noch einer. Und daneben direkt, oder? Accidents, Unfälle. Halt. Unfälle. War da nicht noch was zu lesen? Da war doch ein. Also das hat man, das hat man. Ah, okay. Man. Ja. Ich glaube, wir wissen jetzt zu viel. Aber wie bin ich denn da jetzt aus Versehen reingerannt? Keine Ahnung. Muss aber irgendwo im Internet eine Karte geben, bestimmt, oder? Soll ich jetzt einfach durchrennen? Ich weiß nicht, ich hoffe mal so ein bisschen. Schafft. Mein Gott. We made it. Kommt er jetzt her? Nee. Schau dich jetzt ruhig mal in Ruhe um. Geht es? Ja, bist ja. Du sicher? Relativ, ja. Wir sind in einen komischen... Käfige. Ja. There aren't dogs cage. They are cages for people. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Okay. Aber sie sehen ja aus wie Kinder. Ja. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich nicht, auf wo ich als erstes rein, lauf. Ja, lauf da rein, ja. Voll Psycho, gell? Was sind das für Geräusche? Da läuft doch Musik. Nee, hast du dieses... So ein Schrei war das. Echt? Untersuch mal das Zeugs. Alles. Just a dresser and items for a tea party. Hast du den Knall gehört? Kommt der jetzt? Mm-mm. Stimmt nicht. Ach nee, guck mal, da ist auch wieder ein Teddy. Mm-hmm. Und eine Socke. Und Handabdrücke. And somebody still sleeps here. Nee, oder? Dieser kranke... Und die Socke. Kranke Freak. Ja.
Der isst Menschen. Ja, das glaube ich auch raus, wie das stinkt, ey. I think. Ja, ich denke, ich muss I'm putzen. I'm going to be sick. Was mit dem Klavier? Können wir da auch was machen? Automon Piano. Piano, Piano. Never learned how to play in school. Why is that now? Ja, genau, weil ich muss ja Jeff reden. Ja. Jeff. Dann wir mal den nächsten Raum. Voll die scheiß Musik hier. Fuck man. Dass der ja auch lebt, ist richtig pervers. A hammer and a knife. Some knives. These are enough of defend myself. Ist die blöd? Hey, also echt. Ja, yeah, I don't think. Ich würde das auch zu denken. Trotzdem würde ich das alles mitnehmen, mm-hmm. Hey. Guck mal, das hört sich an, als würde das singen. PewDiePie, PewDiePie, gell? Das ist aber schön gemacht, ey. Ja, aber echt, hey. Guck mal, gehen wir mal zur Musik. Das hört sich an wie PewDiePie. Okay. Ja, das ist leiser geworden. Oh mein Gott. Oh, die Arme. Bisschen Unterhose. Der ist voll groß, ey. Mhm. Ah. Ehrlich jetzt? Kann sich noch bewegen? Muss ich klicken. Ja. Der hat uns einfach... Aber sehen, der ist da wieder rausgelaufen. Ja. Voll armes Die, gell? Kann man irgendwas machen? Auf Space oder so vielleicht bei ihm? Drück mal Space. Mhm. Halt mal weg von dem besser, ja. Der ist so krank, kann der wieder gehen, dass ich... Bleib nicht da, bleib mal weg von dem besser. Ja, aber jetzt raus, oder? Ich glaube, es geht nicht. Voll arm, gell? Ich kann jetzt nicht raus. Nee, ich würde aber wegbleiben vom Rahmen. Weißt du, so, dass der nicht so nah ist an dir. Oh mein Gott. Aber oben ist doch offen, oder? Nee. Spielt der... Also man kann nicht überleben. So, das war Power Drill Massacre. Ich glaube, man hat in dem Spiel keine Chance zu überleben. Es gibt nämlich noch ein anderes Ende und da läuft man einem Tunnel entlang. Da steht ein kleines Mädchen und man läuft und läuft und läuft. Am Ende ist man auch tot. Und jetzt, wir konnten auch nichts machen im Käfig. Ich glaube, man ist einfach dazu verdammt zu sterben, oder? Aber vor allem, der ist nur rausgelaufen, um diese schöne Musik anzumachen. Ja. Und hat uns dann in dieser wundervollen Todesmusik... Ja. Oder man muss irgendwas finden, dass man noch entkommen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber... Vielleicht wisst ihr es ja. Ja. Immerhin sind wir so weit gekommen jetzt. Mir ist schlecht. Zwei Knutella-Brote. Ja, Knutella! Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und vor allem Dankeschön für alle, die beim Livestream dabei waren. Es war echt lustig, mit euch in meinen Geburtstag reinzufeiern. Nochmal danke. Es war echt ulkig, auch bei Daylight, die ganzen Geräusche, die ihr gemacht habt. Das war wirklich... Eine sehr große Unterstützung. Eine große Unterstützung, ganz genau. Und dann sagen wir Tschüss und bis bald.